Moin, moin, Tag, Servus und Grüezi. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wir sind mutiert mit Marv Xentor. Den Verschmolzenen? Ja, das sieht sehr interessant aus. Willkommen zurück zu Phasmophobia. Ich bin wieder euer Nobody. Mich kennt keiner. Ne? Ich weiß von nichts. Mein Name ist Hase. Ne? Heute Aber suchen wir Emma Shawcross, ein Einzelgeist. Soll das Licht ausmachen? Zeuge eines Geisterereignisses werden und wir sollen sie ausräuchern. Okay. Ja. Aber wir kennen dich. Ich hol da mal Backdoom. Wir kennen dich. Du bist kein Niemand mehr. Yay. Psst. Rat ihm nicht, dass ich Somebody bin. Oh nein. Somebody that I used to. Was? Bist du Kno? Ja, ich habe tatsächlich mir den Namen Nobody angelegt wegen Terence Hill. Mein Name ist Nobody. Sie nannten ihn Nobody. Ich habe es gemocht. Ich habe es gemocht. Ich mag generell Terence Hill. Bud Spencer, ja, leider ist er verstorben. Ja. Das waren noch Zeiten, die kennt heute keiner mehr und werden auch so nicht mehr wiederkommen. Leider. Aber Terence Hill, 1A-Filme, Bud Spencer, 1A-Filme, das sind alte Künstlernamen. Ne? Garagentür war nur angelehnt. Ja, dann ist das ein gutes Zeichen. EMF 2, 3 habe ich hier in der Garage bekommen. Ja. Hier so Richtung Mitte, Regal. Bist du runter? Nee, ich bin gerade im Obergeschoss und guck die Räume durch. Okay, also hat mich Marv getrollt. Ich dachte nämlich schon, dass ihr unten seid, weil die Tür aufsteht. Ja, ich hab's aufgemacht und bock da runter. Hab ich mich wegen dir nochmal wegen Garage umgedreht. Hier oben scheint es ruhig zu sein. Okay, also Garage hatte ich auch schon. Bis hinten in der Schale habe ich genommen, das ist nämlich der Autoschlüssel, weil manche Geister tun gerne die Alarmanlage auslösen, die geht einem sowas dann auf den Keks. Ja, aber ich fand das eben letztens mit diesem Radio, weil du hast auf einmal noch so dieses. Also. Nicht mal ganz die Musik, sondern nur so ein verzerrtes. Mal kurz Licht aus. Wo genau? Geräusche mit dem Parabolifon habe ich jetzt keine gekriegt. Ihr meint, es ist in der Garage. Ja, ja, da liegt zwei. Die Temperatur ist aber in der Garage relativ hoch. Neben mir war die Treppe raufgegangen. Ja. Das ist so schön, dass man das immer so hört. Das ist auch bei mir immer, wo ich denke, huh, wart ihr das oder war das der Geist? Ja, ich meine, was macht der Geist überhaupt? Treppigeräusche? Wart ihr schon oben? Ja, ich habe oben nichts gefunden. EMF ist hier oben auch ruhig. Ich bringe jetzt den Doppelmeter und die Kamera. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr das seht, oftmals kann man, wenn es denn mal funktioniert, wenn man gejagt wird, auch mal versuchen, sich hier drin zu verstecken. Ne? Verstecken ist immer wichtig, Licht aus. Und auch gucken, dass die Taschenlampe parallel aus ist. Also zweimal checken, T und dann Taschenlampe. Weil sonst findet einen der Geist sehr, sehr einfach. Sehr, sehr leicht. Mhm. Einen Raum hast du vergessen, das Badezimmer oben rechts. Ich sollte noch hier reingehen. Okay. Ne, ist ruhig. Oh, Auto-Tuner-Mag. Oh, das Wasser oben. Cool. Naja, also. Cool. Na, geil. Schmuddelwasser. Mm. Muss ich mich mit einreiben. Geisterwasser. Ja, aber wie ich schon mal gesagt habe, die Wasserleitungen, die meisten wissen nicht, wie die innen drin aussehen. Die sind nicht so lecker. Nice. Übrigens, das ist ein Einzelpersonengeist. Also, okay. Also sollten wir wieder alle zusammen mit einem Raum stehen? Genau. Ich opfer mal mein EMF, dann hört man. Da ist ein guter Platz. Was, da ist ein Dörrplatz, habe ich jetzt verstanden. Ein guter Platz, habe ich gesagt. Jetzt kriege ich Lust auf Dörrfleisch, geil. Hat den Strom ausgemacht, der Knolle. Und der ist auch in der Garage, die Kaste. Weiß, ich hab mir angemacht. Haha! Damit hat er nicht gerechnet, der Geiselgeist. Der Geiselgeist. Ich hab jemanden gekannt, der. Oben in dem blauen Raum wird's auch kalt. Ja? Nee, bitte nicht. Da, wo das Schmuddelwasser ist?
Okay, also oben linksrum, linksrum. Wasserraum. Also ist er jetzt doch oben. Schätze ich. Den ganzen Quatsch ja wieder mitnehmen. Dann nehme ich halt noch ein Set Dotti und Dixie mit. Das wollte ich sagen. Wieder aus nach der Knolle und so. Du bist hier oben. Ja. So. Komme. Hier ist es. Doch, da oben, da war absolut gar nichts. Fuß ab, aber gut. Welcher jetzt, der blaue oder welcher Raum? Wenn du hier ganz durchgehst, den Flur. Der dann links, der da letzte. Hinten. Da hat er auch Fußabdruck gemacht, der Oh, das fuchst mich jetzt. Was wollte ich eben sagen? Ich habe ihn gekannt. Was war das? Was war es? Guter Kandidat für gefriert, beziehungsweise ja, gefrierte Reparaturen. Okay. Warte mal, ich leg meine Taschenlampe hier auf den Boden. So, da für das Thermometer da hinlegen, bitte. War wieder nichts mehr. Ich habe hier gerade. Ich war mich zu viel mit dem Spiel gerade. Oh, was wollte ich gesagt haben? Das ist so nervig. Das kennt ihr auch. Ihr wolltet gerade was sagen und dann auf einmal entweder wird man unterbrochen oder man verliert den Faden und. Oh, was war's? Knochen. Knochen? Ich komme, ich will Suppe kochen. Habt ihr eben was geworfen oder eher? Dann war's ja. Lichtwerk an. Ja. Er jagt, lauf. Ich hab ihn eben gesehen, ob das jetzt der Licht Team ausmachen, ist. Licht ausmachen, auch Taschenlampe, lauf. Warte, kann ich mit dem Schlüssel die Tür aufmachen? Ihr habt mich gleich. Er hört auf. Was? Die Tür ist offen. Ist tot? Ich liege im orangenen Raum. Der wäre der welche? Oben. Auch irgendwo, glaube ich, links. Und der Knochen liegt da auch irgendwo oben links. Irgendwo oben links? Einer von euch ist gerade an mir vorbeigelaufen. Ja, ich habe dich fotografiert. Hinter dir. Schreib ins Buch. Sprich mit uns. Knochen sehe ich hier nicht. Kann sein, dass er rechts. Nee, warte, rechts ist ja auch immer drin. Aber auf jeden Fall irgendwo auf der Türschwelle oben in dem Raum war der Knochen. Jetzt hat er auch schon richtig gesensort. So. Falsche Kamera. Gefriertemperaturen haben wir, oder? Ja. EMF passt 5. Hier in dem. Boah! Er haut mich an. Renn. Es ist eine Frau. Ja, ich weiß. Und sie fuchtelt hinter dir her. Hat mich. So, seht ihr mal, wie das aussieht. Ich lieg auch im selben Raum wie Marvin unterm Bett. Und das ist der Geist. Der tickt nicht ganz richtig. So, richtig. Jetzt klatsche ich dich. Ich wenigstens auf mich legen können. Was? Auf dich legen können. Da würde ich Probleme mit meiner Frau kriegen. Alter, Durchschnitts-Sanity 3, Xenos Rudolf 2, 1. Was? Also ich lieg hier, ich hänge am Schreibtisch oben im Kinderzimmer. Okay, Super-Sanity-Sauger. Wer ist denn ein Super-Sanity-Sauger? Von Instant Kill. Wir hatten Gefriertemperaturen zumindest. Okay. Marv, du bist ja ein Geist. Ja. Okay, gut. Ich stehe gerade mit dem Wohnwagen. Ja, ich auch, deswegen. Elektrizität. Hi. Hallo. Mach ein Foto von mir. Ja, nicht mehr rein mit 2 Sinne, die kannst du aber vergessen. Also, er ist gerade anscheinend in der Garage. Oni. Ich tippe auf Oni. Ich gehe mal kurz reingucken. Ich tippe auf den Oni. Stimmt eigentlich, du könntest jetzt. Warte, wir könnten jetzt reingucken und gucken, was du ins Buch geschrieben hast. Das wäre aber nicht beim Oni der Fall. Deswegen, ja. Gucken wir mal. Gucke, was wir noch. Ey, das Gute ist, ich habe hier Power ohne Ende. Ja. Das müsste eigentlich ein EMF 5 sein, aber ich glaube, das hat er hingekriegt. Wo ist das Buch? Ich sehe es nicht. Haben wir überhaupt eins reingelegt? Ich tippe auf O. Doch, ich habe eins reingebracht, ja. Aber es liegt nicht vor der vor der Taschenlampe. Okay, da habe ich es aber hingelegt. Siehst dann habe ich das wieder weggeworfen. Hat mir Gefriertemperaturen. Ja, hat ja. Marc gesagt. Ich weiß nicht mehr, hatte ich EMF jetzt oder nicht? So, ich weiß ja nicht, ob das.
Aktivitätsding mit dem EMF-Teil vergleichbar ist. Weil da hat er schon über 10 gehabt. Oh, er wird wieder aktiv. Gucken wir mal. Bist du oben, Marv? Bin. Ich guck mal unten, ob er da was macht. Ich sehe ihn nicht. Siehst du mich im Dot so, Martin? Nee, ich bin auch an der falschen Kamera. Hast du oben auch Dots? Ja. Dann gehe ich mal gucken. Vielleicht siehst du uns im Dots. Centaur, vergiss uns nicht. Oh. Aber ich tippe auf Oni. Es wäre relativ wahrscheinlich. Siehst du was im Dots? Nein. Ist halt keine Kameras, die. Keine Kameras. Keine Geister, die es wert sind. Ich glaube, er hat irgendwas geworfen, der Kerl. Ja, ich tippe auf Oni. Okay, komm mal. Wir tippen einfach mal. Wir haben einen teuren Preis gezahlt. Ja. Wir haben die sterbliche Hülle abgeworfen. Wir haben jetzt unendlich Stamina. Endlich kann ich rennen. Wir sind ins Licht gegangen und jetzt feiern wir. Was? Oh, Gundam Style. Ich meine, wir stellen uns alle immer noch die Frage, wie schafft das Spiel uns die Toten wiederzubeleben, die tot sind. Das macht der Fahrer. Der mysteriöse Fahrer macht das. Ah, Fahrer. Komm, log ein. Ja, ja. Emma war böse. Oni. Weil? Jetzt ist meine Sanity auf null. Okay, drück schnell, bevor du. Sie an einem Gastzustand und. Nee, ist ja Pendel zwischen 0 und 2. Super, ey, also warum haben wir jetzt nicht 25% Sanity unterschreiten gehabt? Was? Ich hab 0 Sanity. Ja, ich bin im Auto war. Ach Mensch. Okay. Aber das ist so das, was ich meinte an dem Spiel. So, entweder es passiert halt einfach gar nichts oder so, zack, instant tot. Okay. Ja, eben, so ist das Spiel, ne? Was haben wir alles verloren? Haben wir überhaupt was verloren? Das ist alles da. Ja? Cool. Wir haben mal verloren und. Wir müssen nur einmal noch gewinnen, dann hätten wir Level 16, hätten endlich die Sanitätspillen. Marv? Ich bin irgendwie eingeschüchtert, wenn ich so stehe. Ja. Du wirkst so groß. Noch einmal. Ich habe dich mal rausgeschmissen aus mir. So, wenn wir einmal noch schaffen könnten, dann hätten wir die Sanitätspillen endlich. Gut, dann machen wir es. Endlich. Los. Do it. Ausgewählt. Bin bereit. Haben wir wenigstens endlich mal die Minimalausstattung komplett. Ja, dann müssen wir hochtieren. Also, es ist ein Einzelgeist. Sanity unter 25, Räucherwerk und Entkommen der Jagd. Ja, toll, Sanity unter 25 hätte ich letztes Mal alleine geschafft. Ja. Ich weiß nicht, die Kopfkamera, ich finde die nicht sehr nützlich. Weil da müsste halt einer die ganze Zeit im Truck bleiben und sich das Ding angucken. Hm. Keine Geräusche bisher. Ich hätte echt gerne so ein Original Ghostbusters PKI-Gerät. Das wäre schön. Da stimme ich jetzt zu. Ich will Ray sein. Ich bin Egon. Marv? Er ist im Keller. Ich bin im Keller. Er ist im Keller. Na, ich bin im Keller. Nein, das ist Marv. Spooky Marv. Cool, jetzt wäre ich schon für einen Geist gehalten. Kommen Sie mit. Ja. Sicherungskasten ist gefunden. So, schalten und Sie den Knöpfchen. Aktiviert. Keine Ahnung, keine Geräusche in der Garage. Keine Geräusche in der Küche. Gib uns ein Zeichen. Keine Knöchlis. Bist du bei uns? Warte, doch, hier, oder es regnet, das kann auch der Regen gewesen sein. Okay. Entweder habe ich ein Geräusch hier in der Ecke jetzt gehabt, oder es ist der Regen. Zeige dich uns. Glaub, kannst du mal hier hinten zurück zum Küchenraum kommen und hier hinten, wo ich bin, messen? Irgendwie? Hm. Nix. Weil hier habe ich ein Geräusch gehabt jetzt, in der Nähe vom Fenster. Gebe dich preis. Wir befehlen dir, kommuniziere mit uns. Ja, da hat er ja gleich Angst. Das ihn verschreckt. Soll er auch. Pardon.
die Stimme ist ein bisschen. Wenn du hier Gruftman machst. Wohnzimmerlicht habt ihr angemacht. Warte mal. Moment. Hier hinter bitte mal in das Zimmer hier. Hier ist Luft, Mundfäule. Hier ist Mundfäule. Nee, das Grüne. Das hintere. Das Kinderzimmer. Da ist Mundfäule aktiv. Irgendwas ist auch hier an. Oh ja, rapider Temperaturabfall. EMF ist noch ruhig. Aber die Mundfäule aktiv. Ist das nicht eine Lampe wie ein Hausflipper? Es wäre so geil, wenn diese Häuser alle auch in Hausflipper verfügbar wären. Das ist dasselbe Asset-Set. So. EMF ist ruhig, also easy peasy, lemon squeezy. Ja, aber kalt ist. Und? Temperatur? 2-3 ja, Grad sowas. Okay. Soundophon ist platziert, Kamera auch. Und ich den Dotti. Bisher tut der Geist auch nicht sehr viel. Das ist ein ziemlich fauler Geist bisher. Noch. Dann nehme ich mal das Quackelfon noch mit. Du. Den, tja, wo tue ich den Laser-Omaten hinlegen? Und die magische 0,5 Grad Grenze. Jo! Oh, und jetzt bin ich gleich tot wahrscheinlich, ne? La. War ein Vierer Ausschlag. Die Tür noch so gemacht. Fünfer Ausschlag, raus. Ja. Muss mal kurz auch, was mir draußen angucken in den echt mit meiner Kamera. Der war gerade. Schön ist es, wenn er in dem blauen Zimmer ist, dann kommen wir ihn aus dem Fenster an. Beobachten. Ja. Draußen war gerade ein Geräusch. Ein Geräusch? Wie? Ja, bei mir in echt. Deswegen gucke ich mal kurz durch die Kameras. Vielleicht hört er jetzt ein. Ja. Oh, ein Rauschgeist. Ein Rauschgoldgeist. Ich habe ihn mit DOTS gesehen. Ja? Okay. Er ist gerade an mir vorbeigelaufen. Okay. Marv ist ein Alleinegeist, ne? Denk dran. Licht aus, Kontor. Warte kurz, ich bin gerade im Festgehängen. So. Also, nur weil du die Punkte jetzt da nur rechts siehst, heißt das noch nichts, weil der muss ja durch die Punkte durchlaufen. Die gehen also quasi durch den ganzen Raum. Aber Ghost Orbs haben wir wie üblich nicht. Das Buch hätte ich jetzt hier. So, wir müssen zu Mert in das Zimmer gehen, sonst ist es zu riskant. Glaube ich. Aber ja. Ich nehme mal Salz mit. Ja. Habe ich auch gerade. Ups, gut. Dann nehme ich Salz mit. Freie Aktivität. So. Schreib etwas. Wieder aus? Kommst du? Ja, komm bitte. Ich würde ganz gerne nochmal rein. Komm mit. Ja, gut dann. Wir haben keinerlei Verteidigungssysteme dabei. Ihr habt gelacht. Raus hier. Wird gelacht. Marv. Größenwahnsinniges Marv. Ich hab das Kreuz reingeworfen. Nee, legen, nicht werfen. Scheiße. Ich muss damit. Auch Merk. Ich mache mal Rauchi. Okay. I go in with the Rauch. I come and follow. Mit dem Laser. Hey ho, hey ho, ich bin der Rauchmeister hier. Hallo. Ja, ihr macht die Tür zu. Ich gerauchit. Marv, kommen Sie. So. Haben wir das abgehakt? Nee, haben wir nicht. Der ist nicht da. Der war auf 10 Aktivität, ganz kurz. Ja, aber das hat ihn irgendwie nicht interessiert. Achso, während der angreift. Ah, ich muss mich angreifen lassen. Okay, ich riskiere es. Also Mann, bleib ihr da, Marv, bleib da. Ich riskiere jetzt einen Angriff. Liebe Kinder, was ich gerade mache, ist dumm. Ich gehe ohne Licht. Ich mache auch. Ich gehe ohne Licht rein.
Schreib etwas. Sprich mit mir. Geh weg. Geh weg. Du auch. Er ist durchs Dot gelaufen, also Dot ist definitiv da. Geh weg. Ja, warte. Nein. Ja, ein Einzelgeist nicht. Ja, ja, hauch mich doch an. Du hast Wundfäule. Ja. Gefriertemperaturen? Hm? Weiß ich nicht. Gib's einfach irgendwie auf. Hat die Kerze ausgeblasen. Ich mach ein Foto davon. Bleib mal. Ey, er läuft schon wieder durchs DOT. Also das DOT-Marker, das habe ich diesmal gut platziert. Hat er auch den Teddy runtergeworfen? Wahrscheinlich. Also er bleibt irgendwie heldenhaft bei seiner 0,5 Grad. Lass es doch, leg's doch bitte einfach hier. Ich weiß auch nicht, ob es dann funktioniert. Ja, es funktioniert mal. Ich werfe es ab, sobald es auf der minimalen Temperatur ist. Ich weiß nicht, was sind so die Anzeichen, bevor er anfängt zu jagen? Lichtflackern, rumnerven, red mit mir, Geist. Da, schreib ins Buch. Nein! Tanz mir den Samba. Was ist, Marv? Knochenbeweis. Oh, ich komme. Zusammen mit mir. Samba, Samba, die ganze Nacht. Tag, wenn sie hier links in die blaue Raum. Nein, die blaue Raum und dann da. Wo? Ja. Da auf dem Bett. Unter der Hose. Das ist ein. Oh, Tatsache. Ich dachte, das wäre ein Stück. Ich habe es eben schon gesehen und dachte, das wäre einfach nur ein Stück Stoff. Das Kreuz ist soeben abgefackelt. Ich guck's mir aber. Es brennt voll vor sich hin. Also, er ist nicht hier über. Oh, oh. Er huntet. Oder auch nicht. Darauf habe ich gewartet. Hast du gefackelt? Ja, ich habe ihn gefackelt. Okay. Geil. Das war der Ziel. Der Ziel. Der Ziel war das. So, weshalb, warum deine Sinne tief. Aber es hat nicht gezählt. Toll. Oh ja, krass. Ja, ich bin mal wieder dumm. War das Haut, wo ich gefunden habe? Suchen wir hier nach Leatherface oder wie? Ja, aber wahrscheinlich. Was mit dem Räucherstäbchen so. Hat irgendwie nicht gezählt. Könnte auch Goldfinger sein. Das eine Camp, was ich eben erwähnt hatte, ganz am Anfang. Mhm. Unter anderem werdet ihr da eine schwimmende Maske finden. Freitag der 13. lässt grüßen. Es könnte auch der Bösewicht aus dem Powers 3 sein. Der tut sich auch gerne die Haut abziehen. Aha. Nenne den Namen jetzt aus Grund von Jugendrechtsgründen nicht. Okay. Okay. Was können wir noch machen? Also Ghost Orbs können wir komplett ausschließen. Gefriertemperatur weiß ich nicht. EMF haben wir nicht gemessen. Doch, also, haben wir. Keine Lust. EMF haben wir gemessen, Level 5. Okay, dann haben Dots. Wir Oni und Goyri. Wir haben EMF und Dots. Also Oni und Goyrio. Der Goyrio müsste noch was Ultraviolettes haben und der Oni müsste Gefriertemperaturen haben. Das, wenn er halt doch Ghost Orbs hat, die ich nicht sehe. Erstens Geisterbox schaltet schon mal aus, weil dann wäre es nämlich noch das Gespenst und er hat ins Salz getreten, ne? Nö. Warte. Oder nicht? Ins Salz getappt. Nee. Da ist doch, ich sehe doch den Fußabdruck von hier, glaube ich. Nee, er hat was geworfen und hier steht Feuer. Das ist nichts mit Salz getreten. Ja, ich sehe denn doch von hier den Salzabdruck. Ich sehe gar nichts und so. Was habe ich dabei? Warte, soll ich was mitnehmen? Ich nehme nochmal den Räucherstab mit. Dokli Dokli und nicht das Kruzifix. Jo. Ich habe einen Widerstand. 3, 2, 3. Nee, hier ist nichts. Tatsächlich, dann könnte es tatsächlich noch das Gespenst sein. Was zeigen das Thermometer? Ja, muss mal gucken. Geht halt immer bei 0,5 Grad. Kriegt's nicht.
Das Thermometer kriege ich nicht. Das ist, ja, 0,5 Grad stabil. So ist es, keine Gefriertemperaturen. EMF hat nur 5, hast du gesagt? Ja, er hat das Salz nicht bewegt. Also könnte es das tatsächlich das Gespenst sein? Violett, finde ich halt auch nicht. Für das Gespenst bräuchten wir noch. Xandra, du hast nur noch 2 Sanity. Ja, EMF 5 und die Geisterbox müsste was tun. Geisterbox, ja, das ist das. EMF haben wir ja. Yay, wir haben endlich einen Punkt erreicht. Aber während der Jagd mit Räucherwerk hast du doch abgejagt. Warum hat er das nicht gemacht? Vielleicht war er. Ja, keine Ahnung, wie das. Vielleicht war er nicht. War er nicht im selben Raum wie ich oder was weiß ich. Ich habe geräuchert und er wollte nicht. Na, jetzt räuchere ich hier. Guck, Gespenst ist einer der gefährlichsten Geister, ja. Komm. Mach mal Gespenst. Du fast nie den Boden, weshalb sie nicht durch Fuß auf. Deswegen, weil kein Geist. Ich habe Angst vor Salz. Deswegen tippe ich auf Gespenst, weil das, da liegt Salz und der läuft durch die Sensoren, der hätte schon längst durch Salz latschen müssen. Gut, also ich. Und Ultraviolett würde ich halt auch langsam ausschließen, weil. Ja. Gut, also Salz, Gespenst. Drei, Action. 2, 1. Wenigstens haben wir einen Punkt auf der Liste geschafft. Tja, schauen wir mal, ob wir recht hatten. Ich glaube, du kriegst noch mal einen Boden. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. War doch letztes Mal schon wahnsinnig. Bonus, wenn du ja! Level up, Leute, ist achieved. HGW. Herzlichen Glückwunsch. Boah, so. Gib mir die XP, Baby. Yes. Jetzt haben wir nämlich die, ich auch. Die Gesundheitspillen wieder. Damit können wir unsere Sanität wieder hochmachen. Das ist nämlich wichtig. Je niedriger der ist, desto wahrscheinlicher ist die, dass er uns angreift. Ja, ne? Sorry. Ich bin aus Versehen rausgegangen. Okay. Oh, Sanity ist gekauft und hinzugefügt. Ah, kein Code. Nein. Warte, ich gebe dir gleich einen. Das ist ja noch derselbe Code, warte. Ja. Ich muss gucken, wo du es hingeschrieben hast. Einfügen. So, gut. Ich habe jetzt auch das Level 15 und kriege auch 500 Dollarchen mehr. Das ist gut. Endlich ist unser Auto voll ausgerüstet. Yay. Genau, jetzt müssen wir nur gucken, dass es gutes Stuff wird und nicht mehr ja, dieses. Zeug. Das ist sogar das billige Smartphone-Stativ, was ich mir letztens gekauft habe, besser als das Stativ da. Wahrscheinlich. So. Streichhölzer. Hui, der Witzka. Naja. Gut, ihr Lieben, wir sind am Ende einer Folge angelangt und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben mal wieder Erfolg gehabt. Ja! Hey. Und wir leveln so langsam. Lass uns den Exorzisten-Bow machen. Ja, das ist noch creepier, wenn ihr das so macht. Aus der Hocke. Genau, du machst das gut, Kenzo. Genau, ich finde nur, man levelt deutlich langsamer, auch wenn man fortgeschritten ist, sogar wenn man jetzt eins weitermachen würde, man levelt langsamer, weil damals, ich war glaube ich sogar über 100 im Level, vor 2-3 Jahren. Ja, das gibt ja halt mehr, kannst ja mal die Schwierigkeitsgrade zeigen. Ja, das zeige ich dann das nächste Mal, ich will nicht drüber spielen, weil ich nicht die XP wieder verlieren will, ne? Okay. Gut, ihr Lieben, danke Xentor, danke Marv. Es hat wieder viel Spaß gemacht, wie immer. Ui. So, ui, genau. Wir haben Anti-Wahnsinns-Pillen, ja, die brauchen wir gerade auch. Aber wir sind doch schon längst wahnsinnig. Marv. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.